Ein herzliches Willkommen zurück zu Ark Extinction aus meiner Seite. Ja, ich habe einiges geändert. Ihr seht schon, ich habe gestrichen. Und ich habe meine Kleidung angepasst, so wie mir es gerade gefällt. Und ich habe einige Mods reingemacht, wie die Autofutterdruck, damit ich den Babydruck habe. Zwei Dino-Mods, die wahrscheinlich nicht funktionieren, ohne dass ich selber den Spawn machen muss. Ja, die Baby-Autodruck ist zum Züchten da, damit das schneller geht. Ansonsten lasse ich die Kinder aber normal wachsen, seitdem ich mache jetzt Hardcore-Zucht. Und es ist eigentlich grausam, weil ich jedes Tier töten muss, damit es die Werte hat und dann dementsprechend ist. Und ich hier in die Base mit über 50 Tieren voll haben will. Und ja, das ist halt, ja, es ist krass. So, dann habe ich noch Tech-Glas drin, damit wir auch aus Tech bauen. Ich habe ja gesagt, ich werde hinten einige Sachen aus Tech herstellen und hinbauen. Und ja, zum Weiteren, ich habe die Instellungen höher gemacht, weil ich mal gesehen habe, wie das ist mit diesen roten Loots. Und es gibt auch einen lilanen Loot. Und der lilanen Loot ist Hardcore. Ich habe den probiert, ich musste aufhören, weil ich einfach keinen Schaden anrichten konnte. Und ich hoffe, die Werte sind jetzt nicht zu hoch. Aber dennoch ist das, also die Tiere müssen locker 2k Schaden machen können. Und das ist mit Normaleinstellungen oder ein bisschen erhöhten Einstellungen kaum möglich. Also denn man muss alle Punkte auf Damage verteilen und das Leben leidet darunter halt. Und das ist dann, ja, man soll aushalten. Na? Gut. Was auch so neu ist, sonst eigentlich nichts. Auch noch so ein paar Mods, die ich reingemacht habe, aber sonst alles so noch normal geblieben. Ihr seht, ich habe hier gefärbt. Ich habe das Haus angepasst. Ich habe die Decken hier alles angepasst. Ich muss sagen, ich habe sehr lange dafür geackert. Also drei, vier Stunden habe ich geackert. Ihr seht, ich habe das hier gefärbt. Ich habe die Küche gefärbt. Und das ist mein Zimmer. Das habe ich halt gemacht. Es hat 3-4 Stunden gedauert und ja. Wir werden aber jetzt einen zerkleinerer machen. Ja. Industriezerkleinerer. Und der frisst so viel. Aber den werden wir brauchen. Kann ich euch sagen. Meine Wohnung wird hier immer voller. Ich sehe meine Öfen nicht mehr. Moment. Eigentlich wollte ich hier das ummünzen. Der würde auch besser. Ich weiß jetzt. Doch, der müsste da hinten Strom haben. Ich brauche eh das Metall. Kommt mal her. Ich habe hier sowieso gerade was anderes. Der kommt später sowieso woanders hin. Daher ist das eigentlich dumm, wenn ich das hier hinhocke, weil ich ja aus Tech baue. Sorry, Öfen. Hab ein bisschen Scheiße gemacht. So. Ich brauche trotzdem das Metall. Das können wir hier reinmachen. Das können wir Lore machen. Also hier sieht es wirklich furchtbar aus. So, und jetzt könnte man theoretisch sagen, hey, ich möchte die zerkleinert haben. Die zum Beispiel, dann muss ich das nicht selber machen.
Jetzt müsste er eigentlich in der Theorie. Ja, zack, zerkleiden. So können wir halt das überflüssige beheben, kann man sagen. Ja. Ich muss aber trinken und meine Sachen reparieren. Außerdem haben wir sowieso noch neue Sachen bekommen, was wiederum geil ist. Wir haben hier die Rüstungen. Ich kann die eigentlich alle auseinandernehmen. Alles, was wir nicht brauchen. Boah, das Textschwert. Alter, das Textschwert wäre so geil. Ist das so langsam, gehe ich doch auf Tech über. Also es juckt mir in den Fingern. So. Wir haben sehr viele Zeug hier, ne? Das brauche ich irgendwie auch. Das muss ich mir später angucken. Jetzt erst meine Rüstung wieder an. So, das ist jetzt repariert. So, das brauche ich auch. Wir brauchen Dartpfeile. Ist hier wirklich sehr beengt. So. So, du hast. Ja, die Bertha sind. Die sind jetzt wirklich in. Wie flott denn mein Drache dann bitte? Ja. Und der da ist gezüchtet. Ich habe mit der Zucht angefangen. Und habe auch 2 Stunden oder 3 Stunden daran gesetzt, den so hoch zu machen. Die Werte, die ich im Kopf hatte, sind genau eingetroffen. Er ist allerdings auch ausgelevelt. So. Das sind die anderen Gezüchteten, die ich habe. Damage. Damage, Damage, Damage. So. Das habe ich auch gefärbt, seht ihr ja. Aber ich habe nur das Dach gefärbt, weil ich so was eigentlich schön finde. Und hier haben wir... Ja, der Baby-Auto-Druck, der ist hier. Den schalte ich jetzt mal aus. Wenn ich normal da noch normal mit Kinder machen lassen will. Ich habe mir 2 Spinos angelacht, sind leider beide Weibchen und einen Tech-Rex, der wahrscheinlich nicht das Geschlecht des anderen Rexes dingst, oder? Ich sehe es nicht. Oh, sind Männchen und Weibchen. Das ist gut. Und wir werden heute, also wenn die Sachen fertig gemacht sind, mal gucken. So, wie viel Damage machst du denn? 3K. 4K. Also viel größer sind die Werte jetzt auch nicht geworden. Ich werde manche Loot-Strähle so machen, also Loot-Strähle, diese Boxen, die halt hier runterfallen, werde ich so machen, dass wir einen Spawnblocker hinstellen und die Waves abwarten.
Also wenn sie wirklich hardcore werden, weil sonst kämpfe ich natürlich. Gerade die Lilanen, die habt ihr bei mir noch nicht gesehen, aber die Lilanen, ich habe die probiert. Also das ist. Ich bin abgehauen. Ich konnte einfach nicht gewinnen. Das war nicht ohne. So, und der Drache hier, bevor er fragt, sei gefärbt. Nein, ist er nicht. Er ist von Natura so. Er hat ja auch. Wie viel? Ja, 21 Mutation. Die drei anderen, die ihr da gesehen habt, die haben dasselbe. So gesehen ein Weibchen und die anderen sind Männer. Die werde ich jetzt auch immer verpaaren. Da brauche ich langsam mal frisches Blut her. Ups. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt ist die Frage. Wieso nach dem Spino? Wir müssen eigentlich in dieses Ölgebiet rein. Müsste eigentlich in das Ölgebiet rein. In das Ölgebiet müsste ich rein. So, du bist normal. Na ja, klar. Ich glaube, ich werde jetzt Barblocker auch aufstellen, wenn ich merke, dass die Tiere wieder fehlen. Die Tiermods, die ich reingemacht habe, ist zum einen ein Bionic-Giga, also ein Giga, der Tech-artig ist. Und ein Giga-Pack, das sind kleinere Gigas im Rudel. Allerdings gehen die Spawns ja noch nicht. Du hast ja fressen, ne? Ja. Alter, lass mich in Ruhe, ey. Pino. Ich habe ich das Glas mit dabei, ne? Super Spyglas. Alter. Okay, Tiere blocken einfach weg. Der. Der. Wo bin ich denn hier? Okay, ich muss auf jeden Fall. Mal zurück. Ich muss meinen Otisilien holen zum Tamen. Ich muss hier vorbei, ihr Hübscher. Das brauche ich, das brauche ich. Das kann ich mitgeben. Nee, kann ich mitgeben. So, einmal das. Einmal das, ja, Oma. Einmal das. Einmal das.
waren mir zwei hübsche und wir gehen jetzt auf Achse. So, das wird jetzt ein Weilchen dauern, bis wir da sind, weil wir da erst mal hin müssen. Ach ja. Das da. Das machen wir auch noch irgendwann. Ich meine jetzt. Jetzt holen wir den Spino ab. Schuss, ich habe noch Betäubungspfeile dabei. Im schlimmsten Falle muss ich ihn damit noch abwerfen. Der schießt, wenn ich das mache. Das ist das Blöde. Ah, wir sind hier da, wo ich hin wollte. Der war ja da hinten, ne? Ja. Das müsste der sein. Muss ich mal gucken, dass der Käfig passt. Ja, der Käfig würde passen. Da legen wir jetzt zwei Bärenfallen aus. Für die müssen wir jetzt erstmal warten, dass die mal getriggert werden. Der ist drin. Au! Nein, das war eine eindeutige Bestätigung, dass das nicht ist. Komm.
Gut, jetzt können wir loslegen. Ich hier Super Spyglass nehme. Ihr seht ja, er bekommt auf Damage, die Stats drauf, die meisten Stats. Das ist gut, weil du sollst ja Damage machen. Das ist nicht gut, weil der im Boden steckt. Komm, jetzt Ziel auch richtig, ey. Ich habe schon wieder die Dinger nicht dabei. Und du hast kein Fleisch dabei. Aktivieren. Alter, kannst du mal. Danke, meine Güte. Ach, dieses Scheißen, ne? Dass er durchgehend kackt, das ist. Nur zum Teil nervtötend.
wir jetzt eingebaut. So, ich muss ihn jetzt nur noch zähmen. Oh, die XXL-Tam hier. Da brauche ich aber faules Fleisch. Das ist ja jetzt zu, da sollte nichts passieren in dem gleichen. Alter, mach die Kacke weg! Oh Gott. Das Kack füllt immer mit seine verdammten Ehe. Dieses Hotkey liegt mir einfach nicht. Ich könnte höchstens noch ein bisschen Hunger machen. Warten, bis das abläuft und dann könnte ich machen. Hier unten ist eigentlich das Spinofeld, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, jetzt kann ich das machen. Dann kannst du mir da hier was hingeben, damit kann ich was anfangen. So, und du wirst wahrscheinlich bald ausstehen. Bleib da drin, ich muss dich erst rausholen. Das ist ein 150er, das ist scheiße. Ich brauche einer, der hochleveliger ist.
Nichts. Komm, Dinos, das ist ein bisschen kacke. Du fängst mir langsam an, ein bisschen schwer zu werden. So, es wäre vielleicht besser, nicht mich anzugreifen. Dann würdest du jetzt noch leben. Aber. Packt es! Das ist ein weißer Rex, ne? Immer dasselbe. Mit den anderen Spinnen wird es lustig. Ein High-Level zu finden wird hart. Beziehungsweise ein Max-Level. Dann muss ich ja die... Ja? Hier unten ist nichts mehr. Also hier unten haben sie wahrscheinlich was weggemacht. Bitte gerade verkocht. Nicht gewünscht. Nicht gewünscht. Keine Chance.
glaube, ich hätte bald einen finden, werde ich offline danach suchen. Die ganzen Corrupted, ey. Das wird noch eine Sorollei. Ausdauer hier. Jetzt sollte ich mal anfangen, immer das rauszunehmen, was ich brauche. Immer, ey, wenn dann nur kurz. Geschlagen wird, dann macht er das schon. Ja, das nehme ich da raus. Das nehme ich da raus. Das nehme ich da raus. Das. Und der Rest, den kannst du wegwerfen. Ja, mal gucken. Level 5, Level 10. Ja, sind schon qualifiziert, würde ich sagen. Wird schwierig, würde ich sagen, ne? Ja gut, aber ich werde noch sagen, danke fürs Zusehen. Ich werde jetzt noch nach einem Hochlevel-Männchen suchen. Höher als 100. Die Weiber sind alle 200 noch was und die müssen unbedingt höher dann sein. Und man sieht sich bis zum nächsten Mal. Ciao.